Hey Leute, willkommen zurück zu Stories Untold. Beim letzten Mal haben wir The House Abandoned gespielt und ich bin wirklich, wirklich freudig überrascht über das Feedback. Das bestätigt mir so ein bisschen, dass es nicht nur mir so geht, dass der wahre Horror einfach im Kopf stattfindet. Dass ein anspringender Monster eigentlich gar kein Horror sind, sondern nur so ein Schreckmoment. Und wenn man den überwunden hat, dann ist ja alles wieder, normal. Es ist eben nur das Unerwartete, das einen trifft. Und hier ist es wirklich dieses Schleichende, dieses Ungewisse, was passiert. Das hatte ich jetzt wirklich bei wenigen Horrorspielen bisher. Natürlich gibt es auch welche, wo ein Monster anspringen, die das schleichende Grauen mit sich bringen. Aber hier ist es halt wirklich einfach nur durch Vorstellungskraft ausgelöst. Und ein paar kleine optische Effekte oder auch Audio-Effekte. Aber ja, gut, bevor ich weiter rumschwafel, wir spielen The Lab Conduct. Wirklich, danke für das positive Feedback. Es hat mich echt, echt gefreut. Und ich hoffe, das macht euch genauso viel Spaß wie mir. Also das zweite Kapitel kenne ich ja nicht. Aber es gibt hier noch ein paar und die werden wir jetzt gemeinsam erkunden. Also alles jetzt hier ist für mich neu und schön. Es ist wirklich eine absolute Überraschung für mich gewesen. Ich dachte erst sogar, das ist so ein billiges Wimmelbildspiel, weil es nicht wirklich großartig Effekte hatte oder weil es großartig keine Trailer gab dazu. Ehrlich. Deswegen stehe ich auch so auf Horrorfilme aus den 80ern. Da gab es halt noch nicht diese ganzen CGI-Effekte. Da war alles noch so ein bisschen mit Geräuschen und andeutungsweise. This is subject 12-19-86-23, new session entry. We have myself, Dr. Alexander leading, assisted by Dr. Williams, and in the lab itself, our volunteer, Mr. Asian. We have artifact 23 in the chamber, recovered from crash site B. At the moment it appears inert, showing no signs of activity. Mr. Asian, instructions for each stage will come through to your terminal, and we need you to follow them exactly. Now, some of this may be unfamiliar, so always reference the manual on your terminal for guides on calibration and procedure. Once you've calibrated equipment to match our brief, the green light will flash, allowing you to trigger the experiment. One last thing. Ensure that any equipment non-essential to the current experiment is switched off. You cannot proceed until your calibration matches ours. When you're ready, let's bring this back. Sehr schön. Es geht wohl um Alien-Forschung, ja? Ich meine Artefakt 23 von der Crash-Site. Gut, also Experiment, Manual und Help. Erstmal Manual vielleicht. Elektromagnetisches Spektrum, konzentriertes Licht, Laser, akustische Resonanz, die ja, Drucker oder nee, Bohrerpresse, Sicherheitsanweisungen und Equipment Layout. Warte mal, was haben wir noch? Ja, drücke die Tasten oben am Menü zwischen den also die Reiter einfach. Ja. Drücke Tab, um zur Testkammer rüberzugehen. In der Kammer kann man dann mit der Maus agieren. Das ist schön, cool. Das ist richtig cool. Also wir müssen erstmal die Instrumente einstellen, so dass sie mit den Wissenschaftlern übereinstimmen. Wir sind Mr. Asian. Okay, hier muss ich alles mit Tastatur steuern. Subjekt J1... Was? Schon wieder 1986? Das war der Code aus dem ersten. MEM ist enclosed in solid outer layers. Also es ist von verschiedenen Schichten bedeckt. Aber zurzeit noch nicht wirklich aktiv oder... Je nachdem, wie man sehen kann, was es aktiv macht. Gut. Elektromagnetisches Spektrum. Required apparatus. Camera, Monitor, set to X-Ray und Charge. CC86. Also, apparatus ist die Kamera. So. Okay, CC86. Was ist noch? Und Monitor set to X-Ray. Ist das der Monitor? Wo kann ich den auf X-Ray stellen? Ich habe keine Ahnung, wo jetzt X-Ray sein soll. Oh! X-Ray! Da haben wir's. Was? O-Ring, X-Ray... Okay. Ich glaube, das war's, oder? Experiment.
Habe ich doch jetzt alles, die Kamera? Achso, R3, RGB, Color, Infrared und X-Ray. XR haben wir, okay. Monitor auf X-Ray und Charge X-Ray Device. Ach hier. Jetzt können wir es ausführen. Okay, good work. The X-Ray is coming through now. There's no visible damage to the surrounding organic material. And no signs of activity either. All output is flatlined. Okay, let's begin. Ich hoffe wirklich, ihr versteht genug. Experiment vollständig. Drücke Enter, um eine neue Anweisung zu erhalten. Nummer 2. Surface Reaction Attempt. Demonstrieren Sie ja den Laser auf dem Objekt. Einen schwach geladenen roten Laserpointer soll man darauf richten. So. Concentrated Light Laser. Required Apparatus. Der Laser 2 Light Generator. Set Wavelength. Und Monitor auf RGB, also ganz normal auf Farbe stellen. Wie hieß das? Da, Laser. Nochmal, was soll ich da einstellen? Set Wavelength. Rot ist 650. Newtonmeter sind das? 650. Erstmal anschalten, wie wär's damit? So, und nächstes Experiment. Auch ein Herz. Ah. Sieht aus wie ein Herz, das Teil. Oder? No reaction from first stage. Let's try high frequency. Ich hab da ein ganz schlechtes Gefühl dabei. Okay. Nächstes. Surface Reaction Attempt. Also Oberflächenreaktion mal wieder. Demonstrieren Sie die Effekte des Lasers auf dem Objekt. Den grünen Laser sollen wir jetzt benutzen. Nee. Warte, nochmal. M. Das ist 510. Yeah. Die Geräusche sind echt widerlich. Okay, we have a reaction of some sort here, a weak signal. Let's keep going. Increase again. Also ja, falls ihr jetzt nicht alles versteht, ich glaube, das ist nicht notwendig. Also ihr kriegt ja mit, die wollen das Ganze jetzt mit Laser befeuern. Blau. Also ja, falls es ein bisschen untergeht, ich werde versuchen, alles aufzudröseln, weil ich weiß nicht, jeder kann so gut Englisch, dass er alles versteht. Deswegen, ich gebe mein Möglichstes. Oh. Seems we have a pulse. Es ist doch ein Herz. Stable. There's no activity registering in the core. It's possibly damaged. Let's push further. Warum schlägt das Herz? Das ist doch tot, oder nicht? Ja, resonante Frequenz. Ja, versuchen Sie akustische Resonanz. Ob das mit dem Objekt funktioniert, ob da irgendwas reagiert. Beginnen Sie damit 250 Hertz, eine Sinwave. Mit dem Amplifier auf 1. Oh ne. 3. So. Eine Sin ist diese Welle. Und Amplifier auf 1. Also Verstärker auf 1. Ist hier. Hey, warte, was für eine. Wie hoch soll ich das? Warte mal. 250 und Amplifier Set to 1. Okay, dann. Ich glaube, es mal ein bisschen hoch. 250. Ist ja schnell, sonst überspringe ich das noch. So, wo ist der Amplifier? Nee, das ist es nicht. Das wieder aus. Wo ist denn der Verstärker hier? Laser machen wir mal aus.
Was ist das für ein Teil? Hallo? Also die Kamera sollte schon anbleiben, dass ich was sehe. Das ist der Bohrer, der Drill. Bin ich jetzt bescheuert? Also ich habe die Frequenz eingestellt, die Sinwave ist an. Amplifier Gain set to 1. Was ist denn hier der Amplifier? Set Gain. Amplifier Display. Achso, was doch das hier? Aha. Ich dachte schon. Komischer Verstärker. It's not much of a response. Updating the experiment now. Ja. Ich habe so ein ganz schlechtes Gefühl, aber es ist cool. Ich bin ja nicht selber hier. 250, eine Sinwave und Gain von 5. Ihr übertreibt es aber gerade ein bisschen. Das macht man doch in viel kleineren Schritten, oder nicht? So, 5 und hier 250. Oh, hört ihr? Ah, das ist ganz unangenehm. Ich habe ja das Gehör von einer Katze, also hier auch sehr hochfrequente Töne und bei mir löst es irgendwie so eine Gänsehaut aus. Nee, wirklich, ich habe ein sehr empfindliches Gehör. Bin ein audiophiler Mensch. So. Das geht schon langsam ins Unangenehme. Oh Gott. Gleich platzt das Herz. Seeing some fluctuations in activity. Should we increase to the risk of damage? What about a volunteer? Okay, we're gonna push further. I'm running out of time. Let's switch around. Wie was? Warum wollt ihr jetzt... Sag mal, ihr müsst vorsichtig sein. Und wer ist der Volunteer? Das sind nicht wir, oder? Square Wave und alles beibehalten soweit. Oh, das ist fies. Nein, 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 nein. Ich will doch nicht, dass das Ding explodiert. We're seeing good activity on this side. Seeing definite spikes in movement. I know this might seem uncomfortable or dangerous. But you need to trust us and keep going. Ich weiß nicht, ob ich euch trauen soll. Wahrscheinlich bekomme ich dann im Endeffekt alles ab, oder? Ja, Square Wave und die Wave Frequency zu einem Kilohertz bringen. Oh Gott, ich glaube nicht, dass das gut ist. Das explodiert doch gleich das Herz. Ah, unschön. Unschön. Ich hab die ganze Zeit das Herz im Auge. Hoch. Oh. Ja, ich hab's doch gesagt, das platzt. Full activity registering. We did it. Can you hear us? You've made excellent progress. You're doing great. Now we need you to stay calm and try to relax as we go through these next steps. We're going to attempt to alleviate some of this discomfort. Oh, darf ich bitte vorher noch das Ding ausstellen? Danke. Okay. The protective casing is off. Was? Das war erst die Schutzschicht. Weiter mit durch die Oberfläche bohren. Okay. Drill press. Switch drill on, ensure all other equipment except the camera and TV are switched off. When ready, trigger Sinkmaster as normal to begin drill in section. Ist alles aus, ne? Ja. Ach Gott. Oh. Man sieht gar nicht, was... Wow. Man sieht gar nicht, was es ist. How do you feel? Gut. Denke ich. We have the situation under control. Take a few moments, and when you're ready, we'll continue. Na klar, habt ihr alles unter Kontrolle. Make contact with the artifact. Open test. Ich glaube, ihr seid bescheuert, Mann. Safety instructions. Wie wäre es damit? Immer die Brille und die Handschuhe tragen.
do not leave the container unattended during experimentation. Also man soll nicht den Container außer Acht lassen. Ja, das mache ich übrigens gerade. Es ist extrem gefährlich, andere Gegenstände mit dem Container zu benutzen. Achso, im Container zu benutzen. Bitte, your next of kin is updated at HR. Also, ja, der nächste Mensch in der Nähe soll benachrichtigt werden. Und, ja, alle Instruktionen genau befolgen. Oh Gott, bitte nicht. Was ist das denn? Das ist ja Hell. Oh. Stay calm. We're doing fine. Don't be afraid. Okay. I'm sorry to have to do this, but we have to know. Oh Gott. Das ist Hell. How difficult this must be, but you can do this. It's time to remember. Oh, widerlich. Oh! Oh Gott! Don't try to speak. Stay calm. You're a proxy now. You have a connection to the entity's inner core. Ich will aber keine Proxy sein. Conscious black box. It can show you its memories. Look into it. The visions will translate onto the screen to be something that you can understand, that you can play out. Boah, new data connection ready. Okay, also ich bin jetzt sowas wie eine Erweiterung für das Ding, ein Proxy halt. Oh Gott, nein. Okay, dann muss ich das wohl tun. Ich will das nicht. Oh, ist das widerlich. Was? Du wachst auf im Kryopod. Du wehrst dich gegen die... Oder du wehrst dich gegen die Gravitation. Du willst aufstehen. You can navigate its memories. Use the computer. Work your way through. Okay. Der Aufschlag auf dem Planet hat ein Loch in die Hülle geschlagen. Und die giftige Atmosphäre dringt in dein Schiff. Du bist in großer Gefahr. Du musst hier raus. Erstmal look around. Ja, das Schiff ist kaputt und kann nicht repariert werden. Überall liegen Wrackteile. Wie sagt man Airlock? Die Luftschleuse ist verriegelt und das Computerterminal blinkt. Use Terminal. Du tippst auf den Bildschirm und die Luftschleuse erwacht zum Leben. Das Schiff stellt den Strom ab und also alles wird leise. Und es hat die letzten Reserven gekostet. Open Airlock. This organ was taken from what we think was the leader. These memories are different. They're not like the others. There's more detail here. Less hazy. Lean in. See what else is behind. Was ist das fies? Du quetschst dich durch die beschädigte Luftschleuse und fällst auf deine Knie. Neben deinem Vehikel. This is incredible. Are we getting all of this? It's describing the moment we found the ship. Mr. Asian, please continue. Jeder Atemzug schmerzt in deiner Lunge. Du siehst dich um und bist umringt von verzerrtem Metall. Helles Licht dringt durch die Lücke oder durch den Spalt in deinen Augen. Durch das dich umgebende Wrack. Ja, die Absturzstelle. Rauch steigt empor aus dem zerstörten Schiff. Und die Lichter an der Außenseite flackern an und aus. Überall Wrackteile. Du siehst nach vorne. Nein, du siehst nach oben und siehst unbekannte Sternenformationen. Ja.
Keine Ahnung. Ja, nicht möglich. Hm. Look at stars. Oh. Du erkennst keine Sternbilder über dir. Tja. Ich weiß nicht, get up vielleicht? Ist nicht möglich. Look at lights. Ah. Ah, okay. Die Lichter blenden dich. Du kannst Silhouetten ausmachen, aber du musst... ja, du musst einfach um das Wrack herumgehen. Surround Wreck. Wreckage. Ah. Go around. Ah. Look at Silhouette. Ja, okay. Look at lights. Die Lichter blenden dich. Du kannst einige Silhouetten ausmachen, aber du musst um das umgehende Wrack herumgehen, um besser sehen zu können. Achso, du musst etwas von dem Wreckage bewegen. Ah, okay. Move Wreckage. Dann habe ich das falsch gelesen. Move Wreckage. Bewege die Wrackteile. Mit jedem, also mit dem letzten bisschen Kraft, das du noch hast, bewegst du etwas von den Wrackteilen um dich herum weg und kriechst durch. Die Lichter, die dich umgeben, attackieren nun deine Sinne. Look around. Oh, ich will auf Caps Lock. Ein Kreis aus künstlichem Licht umgibt dich. Und beleuchtet die Absturzstelle in der Dunkelheit. Hinter ihnen sind Leute von der Armee. Alle starren dich an. Eine Figur tritt heraus, eine Silhouette, und läuft auf dich zu. Look at Silhouette. Hoppala. Die Silhouette ist bipedal und ziemlich grobschlächtig. Aha. Es sieht aus, als bedecke eine Art Maske ihr Gesicht. Sie will... Ja, sie tritt auf dich zu. Okay. Look at mask. Ist nicht möglich. Talk to silhouette. Nicht möglich. Approach. Auch nicht möglich. Approach silhouette. Ah, okay. Your heart rate is elevated, but you're doing well. For what it's worth, very few of our test subjects ever make it this far. Ach so. You should be proud of yourself. Ja, wie was? Ich bin nicht der Erste. Was macht ihr hier mit den Leuten? Ich bin auch noch ein Freiwilliger dazu, das wisst ihr. Ah. Ekelhaft. Ich glaube so langsam nicht mehr, dass das Aliens sind. War das Menschen? Wir erwachen. Der Raum ist still und nur ein leises Summen von gelegentliches Piepsen erfüllt den Raum. Der Spürsinn ist nicht deiner. Wir sind alle eins. Wir bewegen uns zusammen in dieser Gemeinschaft. Okay. Who are we? Na gut, das war mir klar. Tja. Look at equipment. Auf dem Bildschirm kannst du nichts erkennen oder es gibt keine Informationen preis. Blinkende Symbole und was Nummern sein könnten, flackert im Rhythmus. Your touch isn't yours. Was ist denn los? Sind wir... Ich weiß auch nicht, was passiert ist. Touch isn't yours. We are all as one. We move together in unison. Get up. Vielleicht erstmal. Nicht möglich. Look around hatte ich ja schon. Aber...
Wir liegen in einem Bett. Achso, hatten wir noch nicht. Wir liegen in einem Bett in einem kleinen, künstlich beleuchteten Raum mit einer einfachen oder einzelnen Tür. Da ist... Was? We didn't put this entity in quarantine. It expired at the crash. Whose memories are these? Ja, ich wollte gerade sagen, das ist... Es ist kein Alien. Ja, irgendwas... irgendwas Geschriebenes ist an die Wand geheftet. Nebenbei ist ein Monitor mit Kabeln, die durch den ganzen Raum führen, in deine Brust hinein. Sie haben uns gequält. Read Writing. Habe ich das richtig geschrieben? Warte nochmal. Read Writing. Ah, okay. Die Symbole scheinen anzuzeigen, wo man in deinen Körper schneiden sollte. Wir wurden geschlachtet und ausgenommen, wieder und wieder. Oh Gott. Look at monitor. Ja, gibt nichts preis, der Monitor. Pull wires vielleicht? Oh! What just happened? What's that alarm? There's been a disconnection in quarantine lab 15. Oh, ich glaube. Find out what's going on. Oh ja. Das war gerade das Ding, was wir jetzt hier kontrolliert haben. Wir haben gesagt, das soll sich die Kabel rausziehen. Oh. Wir ziehen und reißen an den Kabeln in unserer Brust. Zusammen schreien wir alle im Schmerz. Diese Aktion löst den Alarm aus und welcher laut im Korridor widerhallt. Oh Gott. Get up. Nicht möglich. Look around. Liegen immer noch im Bett. Okay, okay. Ich zieh nochmal die Kabel raus. Ah, okay, die Kabel sind nun locker. Sie haben uns gequält. Ja, pull wires. Sie sind schon... Die Kabel oder die Drähte sind schon herausgezogen. Schwarze Flüssigkeit fließt stetig aus den Enden. Oh Gott. Get out. Nicht möglich. Open door. Oh oh. Specimen 20 left lab 15. It's on the move. My god. That vision. It's not a memory. It's happening right now. Mr. Asian, I need you to stop what you're doing, please. Ja, vielleicht auch nicht. Vielleicht mache ich einfach weiter. Oh, ist das mies. Wir kontrollieren das Ding. Und was auch immer es ist, es ist wütend, weil man hat es gequält. Und oh, ist das eklig. Aber... Es ist so krass, Leute. Wir gehen durch die Tür und finden uns wieder in einem Raum mit einem Gerät auf dem Tisch. Es kommt uns bekannt vor. Wir wissen nicht, wie es funktioniert, aber dieser Körper weiß es. Die Tür schließt sich hinter uns und ja, das Schloss auch. Es fällt ins Schloss oder das Schloss schließt sich auch. Wir sind alleine, aber auch zusammen. Ja. Ja, use device vielleicht. Oder warte mal erstmal look around. Oh, ist das krass, Leute. Es ist so eine Art Vorbereitungsraum. Da gibt es Markierungen auf den Laken. Mit einer Tür und einem Fenster an der Seite. Die Tür, durch die wir gekommen sind, ist verschlossen. Die andere Tür hat ein orangenes Alarmlicht darüber. In der Mitte des Raums ist ein Tisch, der ein kleines Gerät trägt. Von deinem, seinem, meinem, unserem Schiff. Nutze das Gerät. Okay. Sending something across the network. It's broadcasting. Mr. Asian, please. We deeply regret what we have put you through, but please understand it was for the greater good. We had to know more. Rebelling now could be catastrophic. We don't know what this might do to you in the long run. Ich habe auch keine Ahnung, aber ich mache das jetzt einfach weiter. Warte mal, die Reihenfolge oben ist das. Und das.
Dann wieder diese 8. Und dann darunter dieses S wieder. War es das? Nein. Ich habe keine Ahnung, wie das hier funktioniert. Ist das vielleicht einfach nur... Warte mal, das muss wahrscheinlich dieselben Teile beinhalten. Also das hier. Das hat ein großes Quadrat. Nee, ich glaube, das ist falsch, was ich hier gerade interpretiere. Kannst du mir helfen? Oh, ich sehe die Symbole. Oder? Warte mal. Ah. 8, das, warte, warte. Okay, danke, danke. Das. Nochmal. Ah, es ist widerlich. Ah, das. S und dann dieses mit dem... Ja, das müsste... Nee, warte. Ah, ich hab's. Das oben war die 8. Ihr hättet uns nicht quälen sollen. Was auch immer wir sind. Und die. Oh. Der Angriff der Killerkugeln. Ja, was macht ihr auch mit den Menschen? Also, mit den Dingern. Und warum haben die sie gequält? Und was... Sind wir jetzt Teil des Kollektivs, ja? Das mies. One day, Station. This will haunt you. Eines Tages wird sie das jagen. Oder heimsuchen. Krass, Leute. Das war jetzt auch wieder sehr heftig. Jetzt ist die Frage, ich meine, ich habe das gemacht, ganz klar. Aber jetzt müssen wir uns mal in die Lage versetzen von Mr. Asian. Der hat ja einfach nur den Versuch durchgeführt. Und der hat uns dann ja quasi gezwungen, der Doktor, mit diesem Vieh Kontakt aufzunehmen. Und hat uns dann im Endeffekt dieses Kollektiv gezwungen, das zu tun, oder waren wir das aus freien Stücken? Ich meine, klar, ich musste es ja machen für den Fortschritt des Spiels, sonst wäre es nicht weitergegangen. Vermute ich zumindest. Aber ja, beantwortet euch mal das selbst und schreibt es mir gerne in die Comments. Wie fandet ihr dieses Experiment? Ich fand's gut. Ich fand's fast sogar noch besser als den ersten Teil, weil es sowas Fremdartiges war und hat viel mehr Interpretationsspielraum. Klasse, finde ich klasse. Leute, ich danke euch fürs Zusehen und würde mich freuen über eine Bewertung sowie einen Kommentar. Schreibt mir, was ihr denkt und macht euch mal Gedanken drüber. Würde mich echt freuen, wenn ich merke, dass das weiterhin so ein bisschen euren Verstand anregt und nicht einfach nur plump nicht unterhält. Okay, gut. Ich danke euch. Wir sehen uns wieder zu Stories Untold. Bis zum nächsten Mal.